In diesem Video möchte ich dir die Frage beantworten, ob es ausreicht, wenn du die von dem Staat empfohlenen Altersvorsorgelösungen für dich nutzt und du damit ausreichend für deine Altersvorsorge vorgesorgt hast oder vielleicht auch eben nicht. Wenn wir über die staatlich geförderte Altersvorsorge sprechen, dann sprechen wir über drei verschiedene Altersvorsorgeprodukte. Einmal über die Basis- oder auch Rürup-Rente genannt, einmal über die Riester-Rente und einmal über die betriebliche Altersvorsorge. Und ich möchte jetzt erklären, was aus diesen einzelnen drei Wegen zu erwarten ist und ob die letztendlich eben für dich reichen, damit du deine Altersvorsorge, so wie es der Staat empfiehlt und auch fördert, ausreichend nutzt und aufgebaut hast. Wenn wir über die Basis- oder auch Rürup-Rente sprechen, dann befindet die sich in der ersten Altersvorsorgeschicht neben der gesetzlichen Rente. Dieses Produkt, ursprünglich entstanden durch den Bernd Rürup, ist ein staatlich gefördertes Produkt, wo man seine eingezahlten Beiträge im Rahmen gewisser Grenzen steuerlich bei der Steuererklärung ansetzen kann. Dadurch bekommt man eine Steuerrückerstattung, die natürlich dafür gedacht ist, das wieder in seine Altersvorsorge reinzupacken, in seinen Basisrentenvertrag. Das sind Rentenversicherungsprodukte, die bei Versicherungen abgeschlossen werden können und eben dazu dienen, dass du deine Altersvorsorge aufbaust. Sie sind hauptsächlich für die Selbstständigen gedacht, weil die Selbstständigen per Gesetz von der gesetzlichen Rente eben befreit sind. Das heißt, der normale Angestellte, der in die gesetzliche Rente einzahlt, zahlt ja durch sein monatliches Gehalt in die gesetzliche Rente und der Selbstständige eben nicht und dafür wird quasi vom Staat empfohlen, sollte er zusätzlich in die Basisrente einzahlen. Das Problem bei der Basisrente ist, dass es eben ein sehr sicheres, aber auch sehr konservatives Produkt ist. Das bedeutet, es soll wirklich zur Sicherung der Altersvorsorge dienen, was im Umkehrschluss bedeutet, dass später dort auch nur eine Rentenzahlung zu erwarten ist. Und da dort private Versicherungsunternehmen diese Tarife anbieten, können und müssen natürlich auch diese Versicherungsunternehmen sehr, sehr, sehr konservativ kalkulieren. Das heißt, der Versicherer, bei dem du deine Basisrente vielleicht abgeschlossen hast, muss sicherstellen, dass er dir die eben auch ein Leben lang bezahlen kann. Und das hat zur Folge, dass, wir haben es oft schon geprüft und festgestellt, viele unserer Kunden teilweise 100.000 und mehr Euros in ihrer Basisrente drin haben und daraus allerdings nur sehr, sehr, sehr kleine Renten, monatliche Renten erwarten dürfen. Das heißt, wer als Beispiel 100.000 Euro im Laufe seines Arbeitslebens in seiner Basisrente drin hat, darf ungefähr mit 2 bis 250 Euro monatlicher Rente rechnen. So, davon kann man nicht leben, das heißt, man kann daraus schließen, da müssen einige Hunderttausende da im Vertrag letztendlich vorhanden sein. Wenn du also eine Basisrente hast, dann solltest du dringend prüfen, wie viel Geld hast du drin und willst du überhaupt 100.000 Euro erreichen, beziehungsweise wie viele Hunderttausende schaffst du, wenn du so weitermachst, wie du es jetzt tust, um letztendlich daraus eine ausreichende Rente zu kriegen. In den allermeisten Fällen ist die Rente, die wir geprüft haben in diesen Verträgen, bei weitem nicht ausreichend. Ganz wichtig zu erwähnen, aufgrund der staatlichen Förderung in der Einzahlung ist es natürlich auf der anderen Seite so, dass das Geld, was später rauskommt, wiederum 100% versteuert werden muss. Das heißt, bitte beachte dabei, dass das Ganze der Einkommensteuer unterliegt und dementsprechend dir am Ende von den Renten, die ja schon an sich nicht hoch sind, wie gerade erklärt, am Ende doch einiges wieder abgezogen wird. Das zweite Thema ist die Riester-Rente. Die Riester-Rente, ursprünglich entstanden durch Walter Riester und Gerhard Schröder zusammen 2001, hatte den Zweck, dass eine Rentenreduzierung, die wir damals hatten, von 70% auf 67% kompensiert werden soll. Das heißt, wir hatten ein Niveau von 70% Rente, bedeutet ein Arbeitnehmer, der genau im Durchschnitt verdiente, 45 Jahre lang in die Rente eingezahlt hat, bekam damals 70% gesetzliche Rente zu dem, was er im Schnitt verdient hat. Und diese Reduzierung auf 67%, die politisch bedingt gewollt gemacht worden ist, hat man eben vom Staat her, vom Gesetzgeber her kompensieren wollen mit dem Produkt Riester. Das Produkt Riester wurde dann über die ganze private Versicherungsmaschinerie vertrieben, womit auch durchaus sehr, sehr viel Geld verdient worden ist auf Seiten der Versicherer und sollte aber lediglich diese 3% Reduzierung kompensieren und letztendlich uns Bürgern zusichern, wenn wir Riester voll nutzen und mit den Zulagen und so weiter, dass wir dann diese 3% Lücke geschlossen haben. Unser Rentenniveau heutzutage liegt bei weitem nicht mehr auf dem Niveau, weil seit 2001 ist viel Zeit vergangen und es gab viele weitere Reduzierungen.
Das heißt, Riester allein daraus ist schon deutlich, kann nicht reichen. So, das bedeutet, bei der Riester-Rente kann es sich heutzutage maximal nur um eine minimale Aufbesserung der Rente handeln, aber niemals um eine vollständige Schließung deiner Rentenlücke. Als drittes haben wir dann noch die betriebliche Altersvorsorge. Ein relativ kompliziertes System mit verschiedensten Durchführungswegen und einer teilweise sehr, sehr langen Historie. Bereits im Mittelalter haben die Seemänner, die auf die Seefahrt gegangen sind, eine Art betriebliche Altersvorsorge in der Form bekommen, als dass sie von ihrem Arbeitgeber zugesichert bekommen haben, wenn sie von der See nicht zurückbekommen, wird für die Familien gesorgt, dann wird eine Summe ausgezahlt, eine monatliche Rente ausgezahlt in der Form, als dass das bereits den ersten Ursprung der Betriebsrente, der betrieblichen Altersvorsorge hatte. Über die Jahrhunderte ergaben sich immer kompliziertere Systeme daraus. Letztendlich ist es vom Prinzip so, entweder der Arbeitgeber alleine oder Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen legen einen gewissen Betrag pro Monat zur Seite, der steuerlich im Rahmen gewisser Grenzen gefördert wird. Und daraus ergibt sich entweder eine spätere monatliche Rente für den Arbeitnehmer oder eben auch eine Einmalzahlung. Vereinfacht gesagt ist es so, Summen, die dort zur Seite gelegt werden in der Ansparphase, sind steuer- und sozialversicherungsbefreit. Was allerdings auf der anderen Seite den Nachteil hat, dass hinten raus in der Entnahmephase, in der Bezugsphase, also wenn du in Rente bist, entsprechend auf diese Summen Steuern, Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zahlen musst. Das heißt, auch da bitte prüf mal, wenn du eine betriebliche Altersvorsorge hast, was wird dir aktuell in Aussicht gestellt, realistisch, nicht rosarot hochprognostiziert, sondern realistisch, was du daraus erwarten darfst. Und berücksichtige, dass du darauf volle Steuer, volle Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge zahlen musst. Um das in Zahlen auszudrücken, wir reden von einem durchschnittlichen Steuersatz bei einem Rentner von etwa 15-25%. Wenn du dir das Ganze als Rente auszahlen lässt, wenn du dir das einmalig auszahlen lässt und wir da eine hohe Summe haben, die sich ergeben hat, dann bist du natürlich ganz schnell in Spitzensteuersätzen von 42%. Das musst du von deiner Gesamtsumme abziehen, je nachdem, ob du es monatlich oder einmalig nimmst. Und auf der anderen Seite haben wir die Kranken- und Pflegeversicherung für all diejenigen, die gesetzlich krankenversichert sind. Und da zahlst du den kompletten Satz, den Arbeitgeber- und Arbeitnehmersatz. Egal, ob du das monatlich dir auszahlen lässt oder einmalig. Wir reden ungefähr von 18-19% nach heutiger Berechnungsgrundlage. Das heißt, 18-19% werden auch nochmal für die Kranken- und Pflegeversicherung neben den Steuern am Ende abgezogen. Du siehst also, die Abzüge hinten raus sind sehr, sehr hoch. Das sollte natürlich jeder vernünftige Berater dir bei Vertragsabschluss sauber und ordentlich ausrechnen und erklären, was oft nicht gemacht wird, damit man dir halt möglichst schnell diesen Vertrag schmackhaft macht. So, das solltest du für dich prüfen und um das abzuschließen, Riester-Rente, betriebliche Altersvorsorge und Basisrente haben alle ihre Existenzberechtigung, sind staatlich gefördert, sind bezuschusst und sollen Anreize schaffen, überhaupt etwas für die eigene Rente, für die Altersvorsorge zu tun. Reichen aber in ihrer Gänze keinesfalls aus und deshalb ist die pauschale Aussage meinerseits, weil ich es sehr oft schon gesehen habe, diese drei Produkte, zumal es kaum jemanden gibt, der alle drei gleichzeitig hat, reichen weder einzeln noch in der Summe aus. Du brauchst letztendlich unbedingt in der dritten Altersvorsorgeschicht Geldanlagelösungen, die deutlich mehr Rendite möglich machen. Und wenn dich das interessiert und du Hilfe dabei brauchst, dass wir zusammen mal errechnen, was deine Verträge, die du da in dem Bereich hast, tatsächlich für dich bringen, was da später rauskommt, dann melde dich gerne bei uns. Zusammen können wir da einen Überblick schaffen, Klarheit schaffen und dir zeigen, wie du auf der privaten Ebene, ja, unter Umständen deutlich besser deine Altersvorsorge aufbauen kannst. Ich freue mich auf dich, dein David.